Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Ja, ich habe gedacht, wenn schon falsch, dann aber, ist jetzt auch egal, oder? Dann richtig. Einmal zu tief und dann ja, viel zu. Also es ist selbst mir aufgefallen. Ich habe gedacht, jetzt ist alles egal, jetzt kannst du alles geben. Jetzt schnell hinter uns bringen. Aber hör mal, wo ich schon sage, alles geben. Ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken für die vielen netten Kommentare, die Genesungswünsche. Es war alles halb so wild. Ich bin ja letztes Mal ein bisschen geschwächelt und ausgefallen. Aber das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und vor allen Dingen auch nochmal danke an den Sascha, der mich ja mehr als kongenial vertreten hat. Ja. Der war viel besser als ich. Insofern, nur er hat nur nicht so gut gesungen. Ne? Er hat überhaupt nicht gesungen. Ja, es könnte auch daran gelegen haben. Ja gut, aber er ist nicht so im Training wie du, ne? Ja, eben. Du weißt ja, was es für, ja, für einen Aufwand bedeutet hier, ne? Und es gehört ja auch Mut dazu. Ja, ne? Das auch, ne? Und auch die Bereitschaft, sich selbst. Aber er hat super Sendung, mir hat es Spaß gemacht, noch mehr als sonst das zu gucken, weil ich war ja gar nicht dabei. Ja. Ja, und wie gesagt, nochmal schönen Dank an den Sascha und an die Zuschauer für die netten Wünsche. Ja, das wollte ich loswerden, fiel mir ein. Guckst du dir die Sendung eigentlich auch im Nachhinein nochmal an? Selten. Also jetzt habe ich sie ja gesehen, weil ich ja nicht dabei war. Aber manchmal muss ich zugeben, mache ich das. Ja, und ich schwanke da immer so zwischen Fremdscham, nee, Eigenscham ist es ja eigentlich. Ja. Und ein bisschen Stolz auch. Also manchmal finde ich uns gar nicht so schlecht. Also ich. Manchmal bin ich Fan von uns. Ich guck uns gerne zu. Meine Frau. Man muss sich auch dazu bekennen, ne? Meine Frau hat irgendwann mal gesagt, das muss man sich mal vorstellen. Mein Mann geht ins Büro und wenn er nach Hause kommt, macht er den Rechner an, um zu gucken, was er im Büro gemacht hat. Ja, eben. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ah, ist ja. Ja. Jeder hat so seine Marotten, ne? Kennt man ja, ne? Ich habe meine, sie haben ihre, er hat seine. Und ja, was soll man sagen? Historische Zeiten sind das ja. Historische Zeiten. Ja, und ja, wie gesagt, letzte Woche konnten wir ja schon, wir konnten uns halt nicht zurückhalten. Diese Sendung, die musste halt stattfinden. Und ich denke auch diese Woche, was hier nicht so alles passiert ist und so weiter. Relativ wenig tatsächlich, aber ne, große also Ereignisse. Weniger tatsächlich als letzte Woche, ne? Weil letzte Woche, das stimmt. Es war super, dass er das gemacht hat zu zweit. Wunderbar. Kulminierend bis hin zur Maßensache dann. Ne? Das, also der Geheimdienstchef oder der Vorgänger des Geheimdienstchefs von seinem direkten Nachfolger jetzt ja wie ein Staatsfeind ausspioniert wird, dass Akten angelegt werden, wie sie bei Oppositionellen in der DDR noch nicht angelegt wurden in dem Umfang. Das ist schon beeindruckend. Ja, das ist schon neues Kaliber, ne? Das ist schon Bananenrepublik Deutschland. Ja. Ja, und es soll ja weitergehen. Meine Damen und Herren, wir haben hier zahlreiche Zuschriften bekommen. Zahlreiche Zuschriften von Ihnen, die wir auch gerne vortragen. Da ist auch einiges dabei, was überaus spannend ist. Hier haben wir eine Zuschrift bekommen aus der Schweiz inklusive zweier Flyer. Und darauf wollten wir unbedingt aufmerksam machen. Sie wissen ja sicherlich, es gibt Bestrebungen einiger weniger Leute, die Weltherrschaft an sich zu reißen. So, und dann möchte ich mal zitieren, oder was heißt zitieren, ich möchte dieses Schreiben ganz kurz vortragen. Und zwar kommt dieses Schreiben vom überparteilichen Komitee des Kantons Graubünden zur Wahrung von Selbstbestimmung und Souveränität der Schweiz. Ja, in der Schweiz gibt es tatsächlich noch Leute, denen etwas an ihrer Souveränität gelegen ist, ganz anders als hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz denke ich, dass dieser Brief auch für Sie interessant sein könnte. Die aktuellen Verhandlungen mit der WHO gefährden die Souveränität der Schweiz. Sehr geehrter Herr Lichtschlag, also du. Seit geraumer Zeit verhandelt die WHO in Genf über eine neue global verbindliche Regelung von Gesundheits- und Klimamaßnahmen. Die Verhandlungsdelegation der Schweiz wurde von Ex-Bundesrat Alain Berset und von der Direktion des BAG Anne Levy angeführt. Künftig wird die WHO verbindliche Maßnahmen in Gesundheits- und Klimaangelegenheiten im Alleingang erlassen. Bereits in der Corona-Krise erlebte das Schweizer Volk, dass die sogenannten Empfehlungen der WHO unkritisch übernommen wurden. Leute, die Empfehlungen
der WHO öffentlich Hinterfragten wurden zu gefährlichen Staatsfeinden gemacht. Eine unabhängige und wirksame Überprüfung dieser WHO-Empfehlungen haben sämtliche Schweizer Gerichte und das Schweizer Parlament bis heute konsequent abgelehnt. Aus welchem Grund? Ja, also auch in der Schweiz sieht's so rosig nicht aus, ja. Nur da wird es halt noch thematisiert, anders als hier. Bestimmt künftig die WHO. In Zukunft soll und wird die WHO, welche zu rund 70% privat finanziert ist, noch mehr Macht bekommen und ihre Anforderungen sollen noch verbindlicher werden. Unter dem Regime der WHO sollen im Falle einer durch die WHO definierten Pandemie sämtliche Schweizer Staatsgewalten auf unbestimmte Zeit nur noch vollziehende Kompetenzen haben. Wow. Die universelle Deutungshoheit der WHO in allen Fragen der Gesundheit könnte dann von uns Schweizern nicht mehr in Frage gestellt werden. Ein Mechanismus, die WHO zu kontrollieren oder unsere nationale Souveränität wiederherzustellen, ist nicht vorgesehen. Ich glaube, als Schweizer fühlt man sich jetzt dezent bedrängt, ne, wenn man das so hört. Warum nicht? Und warum scheint sich kein Parlamentarier daran zu stören? Rückseite. Gefährliche Kompetenzverlagerung. Weg von der Demokratie. Dieser Vorgang bewirkt eine bisher in der Schweiz nie dagewesene illegale Kompetenzverlagerung von der Eidgenossenschaft an ein nicht gewähltes internationales Gremium. Dieses Gremium ist im Gegensatz zu Bundesrat, Parlament und Gerichten keiner Kontrolle und keiner Verantwortlichkeit unterstellt. Ein Gremium aus unbekannten Technokraten würde künftig die staatlichen Aufgaben und die dabei anfallenden hohen Ausgaben der Schweiz definieren sowie weitreichende Vorschriften für alle Bereiche der Wirtschaft, des öffentlichen und privaten Lebens erlassen. Ja, das wird ja hier vermutlich genauso sein, hier in Deutschland. Ist das schon unterschrieben von uns? Noch ist es nicht unterschrieben. Es soll ja demnächst unterschrieben werden. Also in Deutschland wird es ganz bestimmt durchgewunken von dieser Regierung. Hundertprozentig, ne? Klar. Aber man muss sich natürlich fragen, wie werden andere Staaten das handhaben? Ja, und wird ein etwaiger Regierungswechsel hier vielleicht auch, ich sag mal, die beschlossenen Maßnahmen wieder kassieren können? Ich möchte noch kurz vorsetzen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Chinesen oder die Amerikaner sowas unterschreiben. Ich glaube, die haben ja auch diesen Gerichtshof in Den Haag zum Beispiel nie anerkannt. Ja, solche Dinge, das machen die einfach nicht mit. Diese Souveränität lassen die sich nicht nehmen. Mhm. Und ich weiß nicht, selbst die beiden Regierungen bin ich nicht sicher, ob die das von Amerika aus unterschreiben würde. Also eine etwaige Trump-Regierung schon mal gar nicht. Ne? Ja, also würden sofort wieder die Unterschrift zurückziehen. Das würde die dann sofort wieder kassieren. Mhm. Ich möchte noch kurz fortsetzen. Augenscheinlich wird diese Kompetenzverschiebung einen dauerhaften und institutionellen Charakter haben. Deshalb kann eine solche Kompetenzverlagerung konsequenterweise als materielle Totalrevision der Bundesverfassung betrachtet werden, wenn nicht sogar als latente und somit gesetzeswidrige Aufhebung der Bundesverfassung qualifiziert werden. In vollem Wissen versucht der Bundesrat seit Monaten diese weitreichenden Folgen für die Schweiz vor der gesamten Bevölkerung zu verbergen, so wie das hier in Deutschland der Fall ist. Also man hört hier ja nichts darüber, ne? Wird ja von niemandem thematisiert. Es sei denn, Sie kennen jemanden, der das hier in Deutschland thematisiert hat, dann kontaktieren Sie uns diesbezüglich gerne. Also ich vermute schon, dass die AfD das mal irgendwo im Bundestag auch aber wie gesagt, unsere Medien, die geben ja alles. Die geben ja alles, damit bloß kein Fokus auf dieses Thema gelenkt wird. Darum tun wir das jetzt anhand dieses Briefes, der uns aus der Schweiz erreicht hat. Ja, anstatt gut, die haben ja auch genug über regierungsnahe Aufmärsche zu berichten. Ja, das ist allerdings wahr. Darauf das ist ja viel gleich, wichtiger, aber da kommen darauf kommen wir gleich zu sprechen. Anstatt uns, den Souverän, frühzeitig in den politischen Diskurs mit einzubeziehen, versucht der Bundesrat, die Situation zu verharmlosen und das Volk zu täuschen. Ja, also in der Schweiz läuft es ähnlich wie hier, sehen wir. Jetzt handeln und Grundrechte für unsere Nachkommen bewahren. Wir sehen dringenden Handlungsbedarf seitens der Politik, da die Schlussabstimmung der WHO-Gesundheitsversammlung über die umwälzende Neuerung bereits für Mai 2024 vorgesehen ist. Wir ersuchen Sie deshalb nachdrücklich und mit Verweis auf Ihre Pflichten, dem hier vorgestellten Projekt der WHO in den kommenden Wochen Ihre volle und kritische Aufmerksamkeit zu schenken, denn nicht im Sinne
des Schweizer Volkes zu handeln wäre nicht nur fatal, sondern hätte für jeden einzelnen Parlamentarier juristische Konsequenzen. Stillschweigen wird als Zustimmung gewertet, was juristisch natürlich klar definiert ist und geahndet wird. Ah, klingt doch gut. Unsere Empfehlungen und welche Maßnahmen zu ergreifen sind, entnehmen Sie den Beilagen. So, und da haben wir auch so ein paar Beilagen bekommen. Das sind hier die Flyer. Die kann ich jetzt leider nicht einblenden. Aber was wir einblenden können, das ist die Seite souverän-gr.ch. Einblendung jetzt. Mats ab. Mats ab. Nee, Mats ab wollten wir doch auch nochmal gleich zwischendurch machen. Mats ab machen wir auch gleich. Auch nochmal. Ja, ja. Ja, wir haben eine kleine Überraschung für Sie. Wir werden immer besser. Ich denke mal, da sind diese Flyer auch zum Download bereit. Schauen Sie sich das gerne mal an und vielleicht ja, sprechen Sie mit Ihrem Bundestagsabgeordneten diesbezüglich. Ist doch auch interessant. Also wie gesagt, ein Thema, das in Deutschland sträflich vernachlässigt wird, ja, auch von uns quasi. Wir haben es ja auch nicht auf dem Schirm. Insofern herzlichen Dank für die Zuschrift aus der Schweiz diesbezüglich. Also bei allem, was hier ja gerade passiert, kann man sich ja auch fragen, ne? Gerade bei diesen Anti-Rechts-Demos, dient das nicht vielleicht irgendwie doch einer gewissen Ablenkung? Das ist ein guter Hinweis. Und das, weiß ich nicht, das könnte damit tatsächlich auch direkt zusammenhängen. Ja, also ich meine, wir wissen alle, diese Demonstrationen, da habe ich neulich einen schönen Artikelverweis zugeschickt bekommen. Es ist tatsächlich so, dass sich die Aufmerksamkeit hier in der Bevölkerung jetzt eben auf diese Demonstrationen verlagert hat. So, was hatten wir vor wenigen Wochen noch? Da hatten wir die schlimmste Bundesregierung, die aller Zeiten, die wirklich alles falsch macht, was sie nur falsch machen können. Es wurde Gift und Galle ausgekübelt über dieser Regierung und es gab überhaupt gar kein anderes Thema mehr als das Versagen dieser Regierung. Und da muss man einfach mal sagen, da haben diese Demonstrationen diesbezüglich natürlich ganze Arbeit geleistet. Der Fokus ist jetzt auf diesen Demonstrationen. Das ist eine riesige Fake-Show, der Anlass natürlich war komplett fake, ne? Diese frei erfundene Wannsee-Konferenz, ja, auch noch wirklich die größte Nazi-Verharmlosung, die überhaupt je da war, die jetzt täglich durch die Medien geht. Dann diese organisierten Aufmärsche von den Vorfeldorganisationen der Parteien, also was wirklich wie in der DDR von der SED wirklich noch von oben nach unten delegiert wird. Man kann das sehen bei den kleinen Demos, wo dann, was weiß ich, der Schützenverein auch noch seine Delegation schicken muss. Da habe ich hier ein wunderbares Schreiben. Pures DDR, ne, der ganze, aber diese Propaganda funktioniert, du hast recht, weil es steht momentan nicht mehr die Fehler der Regierung im Fokus, sondern sie haben es einigermaßen geschafft, ihre Leute so zu motivieren, dass die jetzt halt wieder sagen, hier AfD alles Untermenschen, AfD-Wähler-Ratten und also sämtliche Zivilisationserrungenschaften werden mal wieder mit Füßen getreten. Ja, also wie sagte Roland Bader immer so schön, die Firnis der Zivilisation ist sehr dünn und die ist jetzt gerade mal wieder gerissen. Ja, also der Umgang der Leute miteinander, der Umgang der Regierung mit der Opposition ist spottet jeder Beschreibung. Man fragt sich, was als nächstes kommt. Ne? Wobei ich sagen muss, ich glaube tatsächlich nicht, dass diese Propaganda den Effekt erzielt, den die Propaganda erzielen soll. Was wir beobachten. Diese Ablenkung zumindest funktioniert. Die Ablenkung funktioniert, aber dadurch steigt nicht die Zustimmung für die Regierung. Das ist ziemlich deutlich. Also man sieht das an den Umfragen. An den Umfragen erkennt man, ja, die AfD hat hier und da Federn gelassen im, ja, ich sag mal, niedrigen, einstelligen Bereich. Das ist, weiß ich nicht, das liegt jetzt bei 2-3%, was die AfD in den Umfragen jetzt weniger einkassiert. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass jetzt eben, wie gesagt, dieses Thema so emotional aufgeladen, wirklich in aller Munde ist und jeder sich irgendwie diesbezüglich auch positionieren muss, ist natürlich auch die Neigung der Menschen, hier bei einer Umfrage die ehrliche Antwort zu geben, vielleicht ein bisschen geringer geworden. Mhm. Also vor, ich sag mal, 4-5 Wochen noch, als eben, wie gesagt, die Ampelregierung gewissermaßen Ziel des Spottes der weiter Teile der Bevölkerung gewesen ist, da fiel es den Leuten wahrscheinlich auch leicht zu sagen, ja, ich wähle die AfD. Während jetzt natürlich
dieses neu geschaffene Narrativ, das da mit aller Intensität verfolgt wird, die Leute vielleicht ein bisschen vorsichtiger werden lässt, was ihre eigene Meinungsäußerung betrifft. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Zustimmung, verrückter Gedanke, dass die Zustimmung für die AfD vermutlich sogar noch gestiegen ist, es aber gleichzeitig weniger Leute zugeben. Also da schätze ich mal, dass sich die etablierten Kräfte jetzt in so einer Art Scheinsicherheit befinden. Man sieht ja, die Umfragewerte für diese Partei, die steigen ja nicht. Ja, die landen jetzt woanders. Die landen jetzt bei den Sonstigen oder eben bei der BSW, ne, Bürgerbewegung Sarah Wagenknecht und so weiter. Ich weiß nicht, ob man diejenigen, die den, ich sag mal, Absprung geschafft haben, also die den Absprung geschafft haben von dieser Staatspropaganda, ob man die jetzt durch diese Demonstration wirklich zurückgeholt hat. Ich glaube eher das Gegenteil. Ich glaube, dass sich viele Leute sogar jetzt noch mehr vor den Kopf gestoßen fühlen. Das könnte sein, zumindest im Osten, da stimme ich dir zu. Also da im Osten wächst die Reaktanz eher noch mehr jetzt. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Im Westen bin ich da nicht ganz so sicher. Die Frage ist aber, das hatte ich ja vor zwei Wochen schon mal aufgeworfen, ob das überhaupt das Ziel ist, hier noch irgendwelche Wahlen umzubiegen oder ob nicht hier ganz andere Schritte vorbereitet werden. Ja, mit dem ganz, ganz großen Kaliber. Das nächste, was jetzt ansteht, wäre wahrscheinlich das Verbot der Jugendorganisation der AfD. Ist möglich von der Innenministerin. Verfassungsrechtler streiten dann, ob es im Endeffekt durchhaltbar ist, aber dann ist sie erstmal verboten, dann gibt es da die Hausdurchsuchungen wieder und so weiter, die Einschüchterung läuft weiter. Ja, ich sag mal, der übernächste Schritt ist, nimmt man Wahlen dann, neben solche Leute, die sagen, im Namen der Demokratie andere oppositionelle Parteien verbieten zu wollen, würden die jetzt davor zurückschrecken, Wahlen zu manipulieren im Namen der Demokratie? Glaubst du wirklich? Nö, das glaube ich nicht. Ist halt die Frage, ob sie die Möglichkeit haben. Ja, also die Möglichkeiten sind vorhanden durchaus. Würden die je einen gewählten Ministerpräsidenten Höcke anerkennen? Ich bin sicher niemals. Die drehen völlig durch. Ja, ja, die Frage ist, was kommt dann? Ja, was machen die? Die Frage ist, was kommt dann? Also sie sind so weit gegangen und sie gehen jeden Tag einen Schritt weiter. Mhm. Wir merken es ja. Mhm. Ich fand es ganz interessant, heute gelesen hier bei den neuen Rechten, bei Kubitschek, von Kubitschek selber hat geschrieben, die haben ja, das hattest du ja auch erwähnt, diese Sellner-Buchvorbestellung, Streisand-Effekt, ne, haben den Sellner da hochgejazzt als den Gott sei bei uns, ne, und hat ein neues Buch geschrieben, ausgerechnet über Remigration, das erscheint demnächst, war bei Amazon in den Vorbestellungen auf Platz 1, ne, Platz 1 überhaupt bei Büchern, obwohl es noch gar nicht erschienen war. Ne? Das hatten wir letzte Woche auch. So, ja. Was macht jetzt wahrscheinlich Amazon, deutet Kubitschek an als Verleger? Amazon hat 7.000 bis 10.000 Bestellungen bereits vorliegen. Die geben die nicht einfach weiter. Die geben die einfach nicht weiter. Die werden dann sagen, nee, das ist ein Buch, das gehört auf den Index und ihr werdet niemals die Bestelladressen bekommen, könnt ihr jetzt vergessen. Ja, das ist interessant. Ja gut. Also aber wäre so ein das, nächster das, Schritt. Ne? Das wäre ein anderer nächster Schritt wäre Verbot der Jugendorganisation der AfD. So, und dann kann man ja mal gucken, wie weit man mit Parteiverboten noch weitergehen kann. Ja, also ich meine, Justiz ist ja so unabhängig auch nicht mehr in Deutschland, zumindest von oben herab gesehen. Also ich glaube, hier werden die ganz, ganz großen Kaliber vorbereitet und es geht gar nicht darum, jetzt noch wieder die Leute für sich zu gewinnen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Die fahren ja hier mit ganz, ganz, ganz anderen nordkoreanischen politischen Kalibern inzwischen. Ja, das halte ich aber für überaus riskant. Natürlich ist das extrem riskant, das ist, weil jetzt können sie auch nicht mehr zurück. Jetzt sind sie so weit gegangen, wenn jetzt wirklich mal ein Regierungswechsel ist, ein Regime-Change in Deutschland, wenn du so willst, ja, dann haben die nicht zu befürchten, dass sie abgewählt werden. Dann steht für die wirklich an Anklagebank und Aburteilung. So weit sind sie gegangen und das wissen sie auch. Und deswegen werden sie natürlich noch immer weitergehen. Ja, und das ist ein überaus riskanter Moment, den die da wagen. Pass auf, der Punkt ist ja der. Ich glaube, wir alle sind uns darüber einig, dass diese inszenierten, wirklich durchweg inszenierten Demonstrationen den Bürgern eine Mehrheit suggerieren sollen, die überhaupt nicht vorhanden ist. Also da bin ich mir mittlerweile sehr, 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 sehr sicher. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Also diese suggerierte Mehrheit, die ist schlicht nicht vorhanden. Was aber vorhanden ist, also da gibt es diesen einen tollen Spruch. Da bin ich anderer Meinung. Warte. Der Hass auf die AfD ist medial geschürt und wurde über die letzten Jahre und insbesondere über die letzten Wochen wie so eine Monstranz vor sich hergetragen. Also alle müssen die AfD hassen und so weiter. Das ist konstruiert, das ist Produkt einer Propaganda. Während die Ablehnung der Ampel,
die kommt aus den Leuten heraus. Mhm. Das haben die Leute begriffen. Die Leute haben begriffen, diese Ampelregierung ist schlicht und ergreifend, schadet uns allen. Und zwar konsequent und vollumfänglich. Und die werden sich dann natürlich, wie würden die sich denn dann verhalten, wenn man denen dann auf einmal die Wahlmöglichkeit nimmt in Form einer AfD oder vielleicht auch demnächst in Form einer Werteunion? Aber auch das, vielleicht ist das gar nicht das Ziel, so zu tun, als ob sie eine Mehrheit ist, sondern das Ziel ist vielleicht tatsächlich, und das ist auch altbekannt aus kommunistischen Systemen, das Ziel ist, den größten Blödsinn, die größten Lügen zu verbreiten, was sie ja tun. Ja. Einfach um die Leute zu schikanieren, einfach um zu zeigen, und das können wir. Mhm. Wir verkaufen die größten Lügen für Wahrheit, weil wir es können. Ja. Und das ist natürlich, hat auch einen psychologischen Effekt. Ne? Das ist natürlich eine Machtdemonstration. Mhm. Ja? Und wenn das alleine das Ziel ist? Und die Machtdemonstration und weiter vorzubereiten, und ihr wisst ja, wir gehen noch weiter. Und die gehen auch noch weiter. Ja, das ist durchaus richtig. Aber der Punkt ist ja, wie gesagt, wir sind ja, das haben wir letztes Jahr festgestellt, es hat in weiten Teilen der Bevölkerung, ne, muss nicht die Mehrheit sein, aber ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir diese sogenannte kritische Masse erreicht haben. In weiten Teilen der Bevölkerung ist die Erkenntnis gereift, dass wir es da wirklich mit Leuten zu tun haben, die es nicht wirklich gut mit uns meinen. Ja. Klimagedöns hin, Wokismus her und so weiter. Das hat alles nichts mit dem Problem der Leute zu tun, und das macht die Runde. Das können wir alle beobachten. Also eine anekdotische Evidenz spricht da für sich. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Also wie gesagt, dieser Erkenntnisprozess, der setzt sich jetzt natürlich noch fort. Ne, wir haben jetzt ja diese Mittelstandsdemos, wir haben diese Bauerndemos, ja. Was stellen die jetzt gerade? Die aber einfach verschwiegen werden. Die einfach so getan werden, als ob sie nicht als gibt. Als ob es die nicht gibt, als ob die nicht da wären. So, es findet jeden Tag, finden hier noch Bauernproteste, Mittelstandsproteste statt. Die kommen nicht mehr vor. Und jetzt folgender Punkt. Diese ganzen Leute, die jetzt auf die Straße gehen, also diese Mittelständler, die Bauern, die Spediteure, die alle auf die Straße gehen, die kriegen das alles mit. Die erleben es jetzt am eigenen Körper, am eigenen Leib, wie mit denen verfahren wird. Die werden komplett totgeschwiegen, und die denken, die werden dann nicht auf die Idee kommen, so, ja, dann sollte ich jetzt mal gegen rechts demonstrieren, weil es ja jetzt alle tun. Die kriegen natürlich mit, okay, diese Demonstration, oder die werden es vermutlich so interpretieren, dass diese Demonstration, die jetzt durchweg inszeniert werden, nämlich von diesen ganzen Systemschranzen, da lese ich jetzt gleich was vor, die werden eigentlich nur abgehalten, um eben von den wirklichen Problemen abzulenken. Und das ist die Erkenntnis. Und die wird sich jetzt weiter durchsetzen. Aber du musst mal überlegen, wer jetzt da demonstriert. Ne? Ja. Das sind genau Bauern, die sind selbstständig in der Regel. Ja? Ja. Die können das noch. Das haben wir ja auch schon mal gesagt. Ja. Und vielleicht Handwerker, die auch selbstständig sind, die ihr eigener Chef sind, die ein bisschen mutig sind, weil sie auch Kunden eventuell verlieren können. Und Spediteure. Ja, die können. Aber sobald du Angestellter bist, und die meisten Leute in Deutschland sind nun mal Angestellte, sobald du Angestellter bist, machst du nicht mehr den Mund auf, weil du weißt, du verlierst deinen Job sofort. Ja. Ja. Und das sind eben gerade, und gerade das funktioniert erst recht bei so viel Einschüchterung, wie jetzt im Moment vonstatten geht. Natürlich, aber wirst du dadurch eine Meinungsänderung in den Leuten bewegen? Nee, du kannst natürlich so einen Staat darauf aufbauen, dass die Leute dir zustimmen, ne, dass sie weitgehend zufrieden sind, wie das hier in der Bundesrepublik jahrzehntelang der Fall war. Oder du baust einen Staat auf Terror auf, ne? Ja. Das geht auch, ne? Also ich glaube nicht, dass die meisten Nordkoreaner zufrieden sind mit dem Leben, was sie da führen. Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Und also offenbar wird hier gerade ein Schalter umgedreht, und ist halt die Frage, das ist ja immer die Frage, kommen sie damit durch, ne? Klar. Ja, ich bin mir da ziemlich sicher, dass dem nicht so sein wird. Ich möchte hier Ihnen mal etwas vortragen. Meine Damen und Herren, dieser ganze Popanz mit diesen ganzen Demonstrationen, wie gesagt, wir haben ja einige Zuschriften bekommen, und hier möchte ich mal speziell eine herausgreifen, um das nochmal zu untermalen, wie diese Veranstaltung überhaupt zustande kommen. Lieber André Lichtschlag, ich habe vorhin angefangen, das aktuelle Dachtheken-Duett zu schauen, und wollte euch einen Newsletter vom Sportverein meiner 9-jährigen Tochter weiterleiten, dessen einziger Inhalt der Aufruf zu einer Demonstration gegen die Opposition war. Ein Sportverein. Der Vereinspräsident hebt hervor, es sei kein politisches Anliegen,
Dabei ist er Lokalpolitiker der CDU. Vielleicht könnt ihr das irgendwie verarbeiten. Die Mitgliedschaft beim TSV Bockum habe ich gekündigt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich möchte jetzt aus diesem Newsletter zitieren. Ich möchte ihn vortragen. Liebe Vereinsmitglieder und Freunde des TSV. Der Vorstand meldet sich heute mit einem wichtigen Anliegen an Sie, / euch. Wir sind Teil eines großen Krefelder Bündnisses von Vereinen, Initiativen, Parteien, Gewerkschaften, Religionsgemeinschaften, Kulturschaffende, Wirtschaftsverbände, ne, die Verbände wieder. Die Verbände und Unternehmen, das aufruft, am 3.2.2024 um 14 Uhr für die Vielfalt unserer Stadt und gegen rechtsextreme Deportationsplanungen auf die Straße zu gehen. Das ist kein politisches Anliegen. Alter, das ist kein politisches Anliegen, sondern ein Anliegen, unsere Verfassung, so wie sie heute ist, zu schützen. Unsere Verfassung schützt heute deutsche Staatsbürger mit unterschiedlicher Ethnie und Religionszugehörigkeit. Von Korrektiv wurde aufgedeckt, dass Rechtsradikale planen, auch deutsche Staatsbürger mit ihnen unliebsamer Ethnie aus Deutschland zu deportieren. Also was ja längst Korrektiv selbst gesagt hat, was ja, nie stattgefunden hat. Aber so egal. Egal, ich meine, der ist auch schon ein bisschen älter vom, wann war das? Es ist ein reiner Popanz, eine reine Lüge, aber wie gesagt, Vorfeldorganisation, Transmissionsriemen, das ist DDR 2.0 in Reinkultur, da wurde das auch durchexerziert, da musste auch Traktor Klein-Gerach oder wie sie hießen, oder Dynamo auf dem Dorf, da hat dann auch der Sportverein getrommelt, musste seine Delegation stellen, genau wie die Gewerkschaften ihre Delegation gestellt haben, die Betriebe ihre, volkseigenen Betriebe ihre Delegation gestellt haben, ne? Und so ist das hier auch. So ist das auch. Ich möchte kurz fortfahren. Dies sind verfassungsfeindliche Pläne, aber Verfassungen lassen sich durch neue Gesetzgebung ändern. Aha. Neue Gesetzgebungen entstehen, wenn solche Pläne politische Mehrheiten finden, durch einen Wandel der öffentlichen Meinung. Deswegen liegt es nun an der ganzen Zivilgesellschaft und auch uns als TSV Krefeld-Bockum für unsere Verfassung einzutreten und gegen Rechtsextremismus aufzustehen. Wir alle schätzen in unserem persönlichen Umfeld Freunde, Verwandte, Teamkollegen, Mitarbeiter, Vereinsmitglieder aufgrund ihrer persönlichen Eigenschaften. Ihre Ethnie spielt dabei keine Rolle für uns. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie oder ihr selbst einmal Deportationen fürchten müsst. Die Zeit dafür, etwas nicht zuzulassen, ist genau jetzt. Wir rufen auf zur Gegendemonstration am 3.2. um 14 Uhr zum Platz der Wiedervereinigung in Krefeld zu kommen. Steht da echt eine Gegendemonstration? Großdemonstration. Ah, okay. Entschuldigung. Großdemonstration. Einen speziellen TSV-Treffpunkt werden wir in Anbetracht der Menschenmenge nicht vorgeben. Möglicherweise können wir uns spontan zusammentelefonieren. Der ein oder andere ist ja im Besitz eines Mobiltelefons. Herzliche Grüße, der Vorstand. Wie gesagt, derlei Schreiben gibt es en masse. Und ich hatte, ich glaube, beim vorletzten Mal, da hatten wir ja schon eine Zuschrift, oder hatte ich das beim letzten Mal vorgetragen, von dem sächsischen Apothekerverband. Glaub nicht. Nee, dann war das beim letzten Mal. Dann habe ich das mit dem Sascha, ich das bei Sascha vorgetragen. Der Sächsische Apothekerverband hat nämlich ebenfalls dazu aufgerufen, in Dresden an einer Großdemonstration teilzunehmen. Und ich möchte mal an dieser Stelle ein wundervolles Schreiben zitieren von einer Apothekerin, die Mitglied in diesem Verband ist. Und diese Reaktion ist jetzt, ich sag mal, exemplarisch. Ich weiß nicht, wie viele Leute darauf reagiert haben, aber ich kann Ihnen dieses Schreiben nicht vorenthalten. Und zwar ging raus an den Sächsischen Apothekerverband: Sehr geehrter Herr Kollege, ... Am Mittwoch hat der Sächsische Apothekerverband einen Aufruf verschickt, zu dem ich inhaltlich einige Fragen an Sie habe. Sie verschachteln im Namen der Verbandsmitglieder das Berufsethos des Apothekers mit einer politischen Demonstration und schreiben in Ihrem Aufruf,
Deshalb hat der Vorstand des Sächsischen Apothekerverbandes e.V. beschlossen, das Aktionsbündnis Wir sind die Brandmauer Dresden zu unterstützen, Dem Wortlaut des Aufrufs schließen wir uns vollumfänglich an. Dabei stehen wir in einer Reihe mit über 100 Organisationen, zum Beispiel mit allen demokratischen Parteien, den Kirchen und Gewerkschaften, der TU Dresden, mittelständischen Unternehmen, mit Künstlerinnen und Künstlern, ebenso wie auch mit Seniorenverbänden und Jugendorganisationen. Ja, also hier kommt dann doch, ne, was wir auch schon bei den Bauernprotesten gesagt haben. Hier, ich glaube, auch diese Erkenntnis, die wird jetzt wachsen, was eigentlich diese Verbände für eine Funktion haben. Ja. Ne? Also ich denke, diese Dame wird nicht die einzige gewesen sein, die da Fragen hat. Einen Demonstrations, also jetzt zur das war jetzt das Zitat aus diesem Anschreiben. Der Deutsche Bauernverband, macht der mit bei den Demos gegen Rechts? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ist der aber noch nicht richtig eingenommen. Na, das muss noch kommen. Er hat jetzt, ich glaube, da muss der noch mal zum Rapport. Ja. Einen Demonstrationsaufruf in dieser Form habe ich in meiner 20-jährigen Berufspraxis so noch nie erlebt. Er erinnert mich eher an die Zeit des DDR-Gesundheitswesens. Nach dem Motto, die Staats- und Parteiführung ruft die Werktätigen zu Kundgebungen für den Weltfrieden auf. Ich kann beim besten Willen nicht erkennen, dass die Satzung des Verbandes in § 2 Aufgaben und Ziele den Vorstand dazu ermächtigt, zu politischen Demonstrationen aufzurufen. Das ist insofern befremdlich, da sie in ihrem Aufruf von wir schreiben. Haben Sie wirklich die Meinung der über 900 Mitglieder des Verbandes, deren Interessen Sie ja eigentlich vertreten sollen und von denen Sie, gemeint ist der SAV, insbesondere auch finanziert werden, gefragt, ob Sie das genauso sehen? Unsere Mitglieder sind das Herz des Sächsischen Apothekerverbandes e.V., so steht es auf unserer Internetseite. Fühlen Sie wirklich den Pulsschlag der sächsischen Apothekerschaft? Ich für meinen Teil bin mir nicht sicher, ob ich dieses Bündnis durch eine Teilnahme an der Demonstration vollumfänglich unterstützen werde. Das geht schon bei den Begriffen los. Was bitteschön ist eine Brandmauer gegen Rechts? Ich reagiere immer sehr sensibel, wenn die Begriffe Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus und Neonazismus nicht trennscharf verwendet werden und dafür Synonyme nur von rechts gesprochen wird. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat hier sehr gut die genauen Begrifflichkeiten erläutert. Dann folgt ein Link dahin. Ich bin verheiratet mit einem Mann, habe zwei Kinder. Für mich gibt es nur zwei Geschlechter und ich lehne die alberne Gendersprache ab. Ich bin also eine Bürgerin mit wertkonservativen Überzeugungen und säße nach der Sitzordnung der französischen Abgeordnetenkammer von 1814 auf der rechten Seite des Parlaments. Ich bin also rechts, aber nicht extrem. Der Sächsische Apothekerverband unterstützt also einen Aufruf, der sich gegen meine politischen Überzeugungen richtet. Ich bin sicher, viele Apotheker bewerten das genauso wie ich. Meine Erfahrung zeigt, dass Akteure, die hier die korrekten Begriffe nicht kennen, verwenden oder bewusst nicht verwenden wollen, selbst eine politische Agenda verfolgen. Man braucht sich da nur einmal die Teilnehmerliste anzuschauen. Und das sollte man wirklich mal tun. Dort fällt auf, dass speziell Ihre Apotheke unter den Teilnehmern aufgeführt ist. Es besteht also der Verdacht, dass Sie Ihre persönlichen und politischen Präferenzen dem Verband überstülpen wollen. Paragraph 9 Nummer 1 der SAV-Satzung gibt Ihnen jedoch dazu keine Ermächtigungsgrundlage. Die Hauptaufgabe des Vereinsvorstandes ist die vereinsinterne Geschäftsführung. Der Vorstand bestimmt die Verwirklichung des Vereinszwecks, welcher konkret in Paragraph 2 der SAV-Satzung festgelegt sind und durch die Beschlüsse in der Mitgliederversammlung noch verstärkt werden kann. Gerade im Hinblick der immer größer werdenden wirtschaftlichen Probleme von Apotheken, insbesondere im ländlichen Raum, und einem Gesundheitsminister, dem diese inhabergeführten Apotheken offenkundig scheißegal sind, frage ich mich ernsthaft, wo der amtierende SAV-Vorstand derzeit seine Prioritäten setzt. Mit freundlichen Grüßen. Also das sind dann mal Stimmen derer, die hier verheizt werden sollen im Kampf gegen Rechts, für mehr Demokratie und gegen Faschismus und so weiter und so fort. Und wie gesagt,
ich denke, diese Dame wird nicht allein sein. Und ich denke. In Sachsen ganz bestimmt nicht. In Sachsen ganz bestimmt nicht. Aber ich denke auch hierzulande. Ich glaube gerade hierzulande, in dieser doch für die meisten Menschen herausfordernden Situation, wirtschaftlich vor allen Dingen. Ne, was haben wir zu erwarten? Davon ist ja aber, davon ist ja insbesondere abgelenkt worden. Ne? Von den wirtschaftlichen Verwerfungen, die gerade momentan stattfinden. Möglicherweise auch, das haben wir auch schon mal angedeutet, von außenpolitischen Zuspitzungen, die sich gerade ereignen. Von all dem wird abgelenkt, was die Leute eigentlich wirklich betrifft, durch diesen völligen Popanz, ne? Durch den aus der Luft gegriffenen Popanz. Ja, aber wie gesagt, was, wenn das auch gar nicht das Ziel ist, die Leute zu überzeugen oder irgendwelche Mehrheiten zu gewinnen, sondern wenn das Ziel Einschüchterung ist? Und dann muss man sich natürlich fragen, haben sie nicht doch ein bisschen was erreicht? Mindestens im Westen. Das muss man mal abwarten. Ist eine gute Frage, aber ich sag's mal so, was sagt uns das denn, wenn man sich derartiger Methoden bedienen muss. Ne? Nehmen wir doch mal den. Ja, den, vor allen Dingen, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ne? Wie nee, schon, es gibt wie kein Zurück mehr, aber, gesagt, das ist, aber ich kann daraus eben auch nur Schlussfolgerungen. Also wer so weit gegangen ist, der geht auch bis hin zu, weiß ich nicht, oppositionell ins Lager. Ja? Das ist nur noch der mini kleine Schritt, der zum Schluss kommt. Nee. Ich glaube, da vertust du dich. Also was jetzt hier gerade gemacht wird, das ist tatsächlich sowas wie psychologische Kriegsführung. Man macht also Angst. Ja, also man bedient sich propagandistisch. Man ist doch schon Schritte gegangen, die wir noch nicht für möglich gehalten hätten vor wenigen Wochen. Ja, natürlich, aber an der Sache. Wir sind natürlich Corona, sind ganz andere. Also ich sag mal, es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Ne? Ja. Aber andererseits, ich sag mal, da habe ich jetzt neulich. Und man ist ja doch überrascht, dass die Mainstream, wenn ich da unterbreche, dass die Mainstream-Presse wirklich diese größten Lügengeschichten so eins zu eins mitmacht und kein Mensch da mehr hinterfragt. Ja. Ne? Ja. Das ist schon interessant. Auch diese Lügen haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, auch die Lügen, was die Teilnehmerzahlen betrifft. Ja. Ne? Also du hast das ja sehr schön aufgelegt. Du hast eine KI-Software, glaube ich, zugeschickt bekommen. Ja, pass auf, ne? da gibt es eine Internetseite. Da muss ich noch mal gucken, das ist mir der Name entfallen. Vielleicht aber da zählt die KI genau, aufgrund richtig, von also, Fotos die Teilnehmer. Richtig, zahlen, ne? Das ist so eine Seite. Also wie gesagt, die kann zählen. So, und dann lädst du da ein Foto hoch und diese KI, beziehungsweise also dieses Programm, was auch immer das da ist, also auf dieser Homepage, kann dann oder schätzt dann eben, wie gesagt, die Teilnehmerzahl. Und du hast ein Muster erkannt. Ich habe ein Muster erkannt. Und dieses Muster, das ist also tatsächlich verheerend, also fatal. Also das ist, es zeigt aber auch eigentlich, dass diese Bundesregierung wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Und man kann wirklich quasi sagen, Teilnehmerzahl auf so einer Demo gegen rechts, die wird erstmal aufgerundet und dann mal 10 genommen. Pi mal Daumen, ja? Also man hat früher, ne, das ist eine ganz andere Dimension, man hat früher gesagt, solche, diese Demos, die ihnen gefallen, haben sie verdoppelt, früher Black Lives Matters und so, war im Prinzip ja auch schon so aufmärschend, aber dann waren so Vorgänger davon, von dem, was jetzt stattfindet, noch nicht ganz so durchexerziert DDR-mäßig, wie es heute ist. So, da haben sie das immer verdoppelt und bei den Demos, die ihnen nicht so gefallen haben, haben sie mal grob halbiert, hat man gesagt. Ja, mindestens durch 10 geteilt. Aber jetzt, das ist wirklich eine ganz andere Dimension. Mhm. Es wird ohnehin schon aufgerundet und dann mal 10. Ne? Also das haben wir ja wirklich, du hast ja mehrere Sachen nachgeprüft. Ich habe auch gesagt, das kann ja nicht wahr sein. Es war immer so, wenn 900 waren, dann haben die von 10.000 gesprochen, weil dann auf 1.000 aufgerundet mal 10. Ja. Bei 900 Teilnehmern, die man erkennen konnte, auf so einem Marktplatz irgendwo in Hintertupfingen, da waren es dann 10.000. Ja, also das war so die grobe Linie. Also ich sag mal, das waren schon die Extremen, ne, sag ich mal. Aber im Groben war das so. Im Groben war das so, dass man einfach ordentlich aufgeschlagen hat. Und ja, oder 9.000, dann waren es 100.000 in Hamburg oder so. Ne? Ich sag auch hier. Haben wir doch auch andere Informationen darüber bekommen. Ganz genau. Wir haben nehmen, also ich habe das mit der Demo in Frankfurt mal gemacht. So, da habe ich mir den Beitrag des Hessischen Rundfunkes angeguckt und ich habe eben auch die Bilder gesehen. So, da gab es, wie gesagt, auf der Homepage also erstmal dieses Video und dann einzelne Fotos. So, und man muss sich bewusst machen, also die Verwendung eines Weitwinkelobjektivs erzeugt einiges. Also man erzeugt ja Tiefe, Weite. Ja, also ein Raum, der vielleicht relativ klein ist, der wirkt einfach viel weitläufiger und das Gehirn vermutet dann natürlich, okay, wenn das jetzt so weitläufig ist, da müssen ja ganz, ganz viele Leute sein. Da hat der Hessische Rundfunk dann aber auch mal so eine Aufnahme gemacht von diesem Römer aus der Totalen und man konnte dann sehr, sehr gut erkennen,
an den jeweiligen Zugängen, da dünnte das schon dünnte aus. Also das, ja. Das war jetzt nicht so, dass da jetzt noch die, dass da jetzt noch die Massen irgendwie reingeströmt wären. So und angegeben waren laut Polizei 19.000, laut Veranstalter natürlich 25.000. Ach komm, hauen wir nochmal 6 drauf, ne? Klingt viel schöner, ne? Und die KI hat dann herausgefunden, da drauf waren dann wirklich nur 1800 knapp. So, also diese KI ist mit Sicherheit nicht perfekt, aber man konnte das. Aber es ist das gleiche Schema, ne? Es ist das gleiche Schema. 1800 auf 1900 ja. Aufgerundet mal 10 sind 19.000. So, und ich hab mir dann auch mal die Mühe gemacht, das mal in so Raster aufzuteilen und habe dann mal in den einzelnen Rastern einigermaßen versucht nachzuzählen und habe das dann hochgerechnet und dann war die Zahl auch nicht deutlich höher. Das waren dann, glaube ich, so 2200. Ja, also weil der Platz, der war relativ, der war jetzt nicht voll gepresst. Also da waren zum Teil eben auch Lücken darin. Ja, und man sieht sich eben genötigt, sich solcher Lügen zu bedienen. Und dann auch hier, ne? Eine wunderbare Zuschrift aus Lörrach von einem treuen Zuschauer, der uns ja schon einiges hat zukommen lassen. Der hat mir nochmal eine E-Mail geschrieben. So, und da möchte ich unbedingt auch drauf verweisen. Wie schon erwähnt, gab es bei uns in Lörrach eine Demo, veranstaltet von einer Stiftung, welche ein großer Einzelspender von Korrektiv ist. Motto: Abschirmen gegen rechts. Hier sehr schön mit vielen Bildern. Sie können sich ja anhand der Bilder selbst ein Bild der Teilnehmerzahl machen. Ich würde sagen, Einblendung jetzt. Dann könnte nämlich der Sascha eben diese... Hast du die Bilder? Die Bilder, nicht die Bilder. Das wäre jetzt die Verlinkung zu diesem Artikel mit okay. den Bildern. Da kann jeder mal drauf gucken. In unseren beiden Tageszeitungen war die Rede von über 1000 Teilnehmern. Ein Kollege von mir hat es mal gezählt. Es waren circa 90. Der eine oder andere Teilnehmer kam dann noch. Ich erkenne ein Muster. Der ein oder andere Teilnehmer kam dann noch. Maximal waren es dann um die 100. Lassen wir es auch im besten Fall 150 Teilnehmer gewesen sein. Mehr waren es wohl nicht. Ich selbst war ja nicht vor Ort, aber mein Informant ist durchaus vertrauenswürdig. Ja, was bleibt da noch übrig, wenn man die offiziellen abzieht von den circa 100? Ja... Also ich habe die Bilder auch gesehen und es war offenkundig, dass da halt nur 100, 150 Leute vor Ort waren. Aber das ist natürlich immer das Gleiche. Jede Partei musste zählen. Hier, der Willi, bring mal hier vom Seniorenheim aus der Alt-CDU da die Leute mit. Ne? Der Grüne bringt noch ein paar mit, der Sportverein muss noch ein paar, der Schützenverein kommt dazu. So, dann haben die ihre 100 Leute, angeblich 1000 sind. Und dann, wie gesagt, machst du eine Weitwinkelfotografie und dann wirkt das halt. Und, ne? Und es sind ja, das ist ja das Faszinierende, wenn du die Fotos siehst. Wir haben uns ja genug Fotos angeguckt von den Demos. Ne? Mhm. Es sind ja alte, weiße Frauen. Alte, weiße Frauen. Ne? Das ist nur doch, alte, weiße Frauen. Nur alte, weiße Frauen. Nur alte, weiße Frauen. Du hast erstmal sowieso keinen Migranten dabei, für die ja angeblich auf die Straße gehen. Ne? Ja. Gut, aber die sind ja auch beschäftigt, ihre DAWA zu gründen jetzt. Keine Ahnung. Und interessanterweise Frauen. Ne? Das scheint diese Sache scheint... sind das so die Verbändehaushausfrauen oder so, ne? Ich kann es dir nicht sagen. Also man sieht schon, dass das sind wirklich die Omas gegen rechts, auf die Straße gehen. So, und es sind, ja, ich würde die jetzt mal alle einschätzen, das sind alles eben diese besagten Alt-68er, die da jetzt, Du erkennst es ja auch vom Outfit, von der Frisur, von der Mimik schon fast, ne? Genau. Alle so ein bisschen verbissen auch, ne? Da ist ja, die sehen alle nicht so grundzufrieden aus mit ihrem Leben. Weißt du, was auch lustig ist, was jetzt so durch die sozialen Medien geht, so bei Telegram oder bei Twitter, das sind jetzt auch so kleinere Videos eben von Migranten. Ja, total geil, da hat jetzt so ein Video habe ich jetzt gesehen von so einem Türken, der stand dann da so etwas ratlos an der Seite, meinte so, ey, wofür demonstrieren die oder wogegen? Ja, ich verstehe das. Gegen die Opposition, also, der für hat die es Regierung. Nicht der hat es halt nicht verstanden. Ja, die sagen, die sind gegen die Nazis, aber wenn ich da hingehe, da gucken die mich alle komisch an. Ne? So, und dann zeigt er auf so ein anderes Grüppchen, guck mal, und das sind die Nazis, ne? Die haben mir eben Tomatensuppe angeboten, ne? So, und dann auch andere Migranten, die...
Also man sieht es ja auch. Also vor Ort sind halt wirklich, also das ist echt wirklich so, so eine, wenn du so willst, White Pride Veranstaltung. Da sind ja nur Weiße. Also es sind, man sieht ja nicht. Aber Oma Pride. Oma Pride, ja. Also es sind ja nicht mal, ich sag mal. Grandma Pride. Quotenmigranten zu sehen. Da ist echt, also es sind alles hier diese deutschen Familien. Deutsche, also Familien. Alte Frauen und eben, wie gesagt, sind ja nicht nur alte Frauen, aber es sind hauptsächlich Deutsche. Oma, stimmt wahrscheinlich gar nicht. Das sind wahrscheinlich eher so die kinderlosen 68er, ne? Ja, diese unzufrieden. Ja, ja. Ja, ich sag mal Oma Alter, ne? Ja. So, und wie gesagt, also das ist. Auch Berlin, also da spricht man dann von 150.000, 300.000, ja. Und auch da, die Bilder, die man gesehen hat, also das Ganze hat ja wohl dann auf diesem Platz der Republik, glaube ich, stattgefunden, also vor dem Reichstagsgebäude. So, und das ist. Wir sind die Brandmauer. Wir sind die Brandmauer, genau. So, und das ist ja schon ein, also wäre dieser Platz vollgestellt, da würden da 50.000 Leute draufpassen. So, ich habe die KI auch da versucht zu benutzen und die Bildausschnitte, die haben halt immer nur so ein paar hundert Leute wiedergegeben. Und auch wenn du diese Einzelfotos gesehen hast, da gibt es eins von so einem Typen, der sich als Hund verkleidet hat mit so einer Regenbogenflagge, der hat, ich sag mal, einen Meter um sich Platz. Ja, oder auch hier die andere Videoaufzeichnung von Leuten, die da vor Ort gewesen sind. Du siehst halt wirklich Platz. Also da ist jetzt nichts dicht gedrängt oder so. Und ich gehe wirklich felsenfest davon aus, dass auch diese Demo in Berlin, wo es leider keine besseren Fotos gegeben hat, wahrscheinlich aus einem gewissen Grund. Also, dass diese Demo wahrscheinlich tatsächlich eher so im vierstelligen Bereich gewesen ist. Ja? In Berlin kommt dazu, dass man diese Leute in Nahaufnahme wirklich nicht sehen möchte. Ne? Nee. Nee, aber wie gesagt, es ist also wirklich eine gigantische Fake-Veranstaltung. Und da komme ich jetzt wieder zu dieser Überlegung. Ja gut, also diese Millionen Menschen, von denen die Rede ist, die da jetzt auf die Straße gehen, die gibt es gar nicht. Nein, es ist alles eine riesige Show, aber wie gesagt, es ist halt die Frage, wofür die Show gemacht wird. Ist es, um die Leute zu überzeugen? Glauben die da wirklich noch dran, irgendwen überzeugen zu können? Oder ist es sozusagen, ich suche die ganze Zeit nach einem Wort dafür, es gibt noch ein Wort, egal, um die Leute halt zu schikanieren, ne? Letztendlich. Wir können euch alles sagen. Wir verbreiten euch die größten Lügen. Wir wissen das, ihr wisst das, aber ihr müsst trotzdem mitmachen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die wissen, dass wir das wissen. Ich glaube, die glauben wirklich felsenfest daran. Die glauben felsenfest. Also wenn du da Redakteur bist bei der Tagesschau oder bei den anderen Medien, du dann wirst da hingeschickt. Du siehst doch, dass da nur ein paar hundert sind und du machst dann da, du jazzt das hoch zu 10.000. Und diese Jubelartikel, die dann darüber geschrieben werden, das machst du ja nicht einfach so, weil du daran glaubst, das weiß ich nicht. Also, kann ich nicht vorstellen. Nein, du glaubst ja nicht daran. Nein, aber ich glaube, dass die Leute, die diese Artikel verfassen, dass die glauben, dass die Menschen das glauben. Also ich denke schon, dass der Sinn dahinter steckt, dass man den Menschen suggeriert, dass die Mehrheiten hier andere sind. Ja, also du musst ja, ja, natürlich ist das so. Es ist ja wieder, wie gesagt, um nochmal auf dieses Ash-Experiment zu sprechen zu kommen. Ja, es geht ja hier um Konformität. Und man will ja durch eben die Suggestion, dass hier die Masse auf die Straße geht, durch eben diese Suggestion will man natürlich Konformität erzwingen. Ja, und wie gesagt, ich denke, dass das nicht mehr funktioniert. Und ich denke schon, dass das mindestens ein Grund dafür ist, also wenn nicht sogar der Grund, eben die Leute wieder mehr oder weniger konform zu kriegen. Dann sollen die lieber nicht wählen, als dass die AfD wählen. Damit wäre ja schon vielen geholfen. Die Leute sollen einfach Angst davor haben, die AfD zu wählen. Und ich sage, das wird hundertprozentig nach hinten losgehen. Das wird gewaltig nach hinten losgehen. Also wie gesagt, diese Umfragewerte, die da jetzt für die AfD nachlassen, geben eigentlich nur Auskunft darüber, dass sich die Leute wahrscheinlich in diesen Umfragen nicht mehr trauen zu sagen, dass sie die AfD wählen und mehr auch nicht. Also keinen wird das überzeugen, weil ich sag mal, jeder normal denkende Mensch, der erkannt hat, dass hier gerade wirklich in diesem Land wirklich die Kacke am Dampfen ist und zwar wirklich an allen Ecken und Enden, dass hier wirklich alles zusammenbricht, dass hier wirklich nichts mehr funktioniert. Ja, das Gesundheitssystem funktioniert nicht mehr, die Schulen funktionieren nicht mehr, die innere Sicherheit ist nicht mehr gegeben, das
wissen die Leute, das spüren die Leute, das ist deren Erleben. Verkehr funktioniert nicht mehr, Autobahnen werden einfach zugesperrt, die Bahn funktioniert sowieso nicht mehr. Noch unnöcher, die Leute erleben das und wie gesagt, anekdotische Evidenz, ja, also ich bin jetzt ja auch in dieser einen Grevenbruch-Gruppe bei Facebook, wo die Leute dann, ich sage eigentlich, ist es eine unpolitische Gruppe, aber ich fand das schon mal sehr, sehr interessant, als, wie gesagt, eine Person hat dann zu so einer Demo aufgerufen, die ja jetzt in Grevenbruch stattgefunden hat. Und ich sag mal, vor ein paar Jahren wäre das, glaube ich, noch unmöglich gewesen, dass sich da jemand öffentlich hinstellt, also öffentlich quasi bei Facebook hinstellt und dann sagt, ja, was soll der Quatsch? So, und diesmal war es tatsächlich so, dass die Leute, die diese Veranstaltung als Quatsch bezeichnet haben, eher so in der Mehrheit gewesen sind. Die gesagt haben, Leute, ey, wir haben andere Probleme, als jetzt für die Regierung auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, auch diese Wahrnehmung, die ist in den Leuten vorhanden. Also, ne, ich meine, mittlerweile ist es ja offiziell, die Parteien rufen zu diesen Demonstrationen auf. Ich glaube, so die ersten, da fehlten noch die Parteilogos. Ja, da waren das diese kleinen Verbände, diese Vereine, diese Gewerkschaften, vielleicht mal die Jugendorganisation von den Grünen oder von der SPD. Ja, aber es waren nie die Parteien. So, und mittlerweile, ja, egal, jetzt auch die Parteien, die dazu aufrufen. Und ich glaube, diese. Ja, gut, aber der Rest ruft ja trotzdem noch mit auf. Und es werden Altenheime werden hingeschickt. Ja, wundervoll. Die armen Alten werden da hingekarrt. Die freuen sich, dass es danach Kaffee und Kuchen gibt, ne? Genau. Aber ich sag mal, die Leute, die jetzt dieses Erleben von dem Niedergang dieses Landes haben, die eben mit konkreten Problemen konfrontiert sind und die sich jetzt mit so einer Inszenierung konfrontiert sehen. Die wissen genau, dass das Regierungsaufmärsche sind. Die werden das nicht als Anti-Rechts-Demos wahrnehmen. Die werden sagen, das sind Regierungsaufmärsche. Und die Erkenntnis wird in nicht wenigen Leuten gereift sein, dass die Regierung hier schlicht und ergreifend von ihrem eigenen Versagen ablenken will. So, und lass ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ja, dann wird, ich sag mal hier dieser Drive, der wird etwas abnehmen müssen, hat er jetzt schon abgenommen. Nee, also ich wundere mich immer, also das ist doch jetzt seit 3 Wochen bestimmt. Seit drei Wochen jagen die diese Sau durchs Dorf. Mhm. Und also bis jetzt bleiben sie jeden Tag dabei, soweit ich sehe. Ja, und was ist nächste Woche geplant? Wochenende? Ich habe von keiner Großdemo gehört. Es sind ja auch keine großen, es waren ja immer diese Dezentralen, sie haben das ja übernommen, ne? Ja, aber wo finden die denn jetzt noch welche statt? Also, ja, ich glaube, es ist wieder angekündigt, soweit ich weiß. Also obwohl, jetzt ist Karneval, vielleicht bei Karneval ist... ja, und weißt du was? Wir haben ja Karneval heute. Ja, ach, Karneval! Genau! Oh. Ich kann Karneval nicht leiden. Hast du dir eigentlich heute Notizen gemacht? Fällt mir gerade ein. Ich hätte mir Notizen gemacht. Und du hättest sie dir mit einem Hörnerstift gemacht, richtig? Natürlich hätte ich sie mir mit einem Hörnerstift gemacht, denn Freiheit schreibt man mit Hörner. Das war auch schon mal besser. Aber wir sind immer noch viel besser als im Intro. Ja. Weil für unsere Werbekunden tun wir alles. Und für Hörnerstifte sowieso, weil sie auch noch gut sind. Ne? Ja. Schauen Sie mal hier. Dieser schöne Stifteset können Sie erwerben mit Einblendung jetzt. Können Sie diesen Link folgen und bekommen noch, wenn Sie Freiheit 10 eingeben, 10% Rabatt. Genau. 10% Rabatt nur mit uns. Unterstützen Sie die Hörnerstifte, denn die unterstützen uns. Ganz genau, richtig. Apropos, jetzt wo wir ja schon mal im Werbeblock sind, was hältst du denn davon, wenn wir jetzt einfach mal sagen, Mats ab? Aber das findet er doch nicht. Die Software sagt doch nur bei Einblendung jetzt. Oder? Das funktioniert ja schon. Mats ab, Einblendung jetzt. Mats ab. Ja. Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem.
sie macht das Leben unbequem. Drum lese nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken. Vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, werd auch du unser Abonnent. Ja. Wofür haben wir das abgespielt? Damit die Leute uns ein bisschen unterstützen, diese Sendung unterstützen, genau. Nicht wahr? Schauen Sie mal bei Freiheitsfunken Info, unsere Mutterseite, da werden Sie oben Unterstützungsmöglichkeiten finden, indem Sie per PayPal überweisen können, per Kreditkarte, per Überweisung, per Bitcoin, alles. Per Monero und so weiter. Und ein bisschen unterstützen. Oder auch, sodass diese Sendung weiter produziert wird. Oder auch unser Partnermagazin. Genau. Sie können unser Partnermagazin abonnieren, eigentümlich frei. Die libertäre Monatszeitschrift, sofern Sie das noch nicht getan haben, sollten jetzt Sie die Gelegenheit. Jetzt mal rein. Und wo wir schon dabei sind. Ja. Sind das die letzten beiden Bücher, die wir haben? Das sind die letzten beiden Bücher, ne? Genau. Wenn Sie das Magazin lesen, werden Sie bevorzugt immer erstmal nach hinten blättern. Da erscheint die berühmt-berüchtigte Bierkolumne unseres Lieblingsbrauers Helge Pahl. Mhm. Sehr gerne gelesen. Und jetzt sind alle bisher erschienenen Kolumnen in Buchform erschienen. Freibier, 41 libertäre Hymnen an das schönste Getränk der Welt. Also wenn Sie gerne mal ein Bier trinken, sollten Sie das mit diesem Buch begleiten. Und es steht viel Wissenswertes drin, das wusste nicht mal ich. Und Freiheitsfunken, Kenner wissen es, dass das Wort allein unseres Kolumnenportals Freiheitsfunken ist entlehnt einer alten Kolumne von unserem hochgeschätzten Freiheitsautor Roland Bader und dessen Aphorismen, die sich großer Beliebtheit erfreuen, lange vergriffen sind, waren früher in zwei Bänden erhältlich. Einer davon ist lange vergriffen. Jetzt beide Bände in einem Buch wieder erschienen, als erstes Buch des Freiheitsfunken Verlags in der Schweiz. Auch erhältlich über unser Partnermagazin eigentümlich frei. Einblendung jetzt. Ja, Einblendung jetzt. Können Sie über uns auch bestellen. Ne? Ja. Ein wunderbares Büchlein. Boah, war das mal ein Werbeblock. Und vielleicht können wir schon andeuten, weil es ja Fragen gab, ne? Diese unglaubliche Figur hier. Ach so, ja. Ne? Diese unglaubliche Figur. Wir arbeiten daran, Ihnen ein Angebot beim nächsten Mal unterbreiten zu können. Es wird nicht ganz günstig, weil der Kerl ist handbemalt. Der ist auch nicht ganz einfach herzustellen. Wird über einen 3D-Drucker produziert. Wir werden, und muss dann, weiß ich noch, nachpoliert werden. Einzelne Teile müssen ausgedruckt werden, müssen zusammengebaut werden. Da muss vor allen Dingen handbemalt werden. Es ist echt was für Liebhaber. Aber für Liebhaber werden wir ihn in einer ganz kleinen Auflage vermutlich anbieten können. Ne? Wer daran interessiert ist, also ich zum Beispiel bin sehr daran interessiert. Beim nächsten Mal müssen wir wieder unsere Haarpflegeserie bewerben. Ne? Die haben wir lange nicht beworben. Die haben wir lange nicht mehr beworben. Ja. Ja. Da kommen wir drauf zurück. Ja. Jetzt haben wir so viel und so lange über diese Demos gesprochen. Jetzt haben wir noch gar nicht über Tucker Carlson gesprochen. Nein, noch gar nicht. Erscheint ja auch erst heute Nacht. Ne? Genau, der erscheint erst heute Nacht. Aber vielleicht noch eine Zuschrift. Hallo, Herr Lichtschlag. Ich finde der neuen Kampagne von Kongstar würde es gut stehen, wenn sie beim nächsten Dachtheken-Duett eine kurze Erwähnung finden würde. Und hier folgt dann der Link zu einem Artikel von Reitschuster. Telekom-Tochter schmeißt Kunden mit falscher Meinung raus. In meiner Filterblase scheint das unterm Radar durchgegangen zu sein. Und es wäre doch schade, wenn Go Woke, Go Broke nicht richtig funktioniert. Ja, pass auf, Kongstar, vielleicht kennen Sie diesen Anbieter, diesen... Ich kannte den gar nicht, ehrlich gesagt. Doch, der ist so für junge Leute, glaube ich. Also junge Leute haben den, glaube ich, häufig benutzt. Wenn Sie einen Vertrag bei Kongstar haben, dann möchte Kongstar nicht mehr, dass Sie diesen Vertrag verlängern. Ne? Weil, wenn sie die falsche Meinung haben, möchten diese Leute von Kongstar mit ihnen nichts zu tun haben. Und ich denke, sollten sie einen Vertrag bei Kongstar haben, sollten sie das wissen, wie Kongstar über sie denkt und entsprechende Schritte in die Wege leiten. Das ist das, was wir dazu beitragen können, dass der Markt hier doch noch so funktioniert, wie er funktionieren soll. Ne? Haben sie einen Vertrag bei Kongstar,
kündigen sie den. Es gibt ja einen sächsischen Edeka-Unternehmer, der da jetzt zuletzt auch schon ganz eigene Erfahrungen hat. Ja, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, sehr ausführlich. Also, dass der Kerl dann noch um 180 Grad zurückgerudert ja. ist, ne? Und hat gesagt, nee, eigentlich ist er ja gegen die Regierung und gar nicht gegen die bösen Rechten. Ja, also, das ist doch echt, das sind die Össis, ne? Also, das ist mal stabil, würde ich sagen. Ja, sagt die Jugend immer, ne? Stabil, das, ja. Nee, aber das, nee, ich fand nicht so sag, grandios. Ja, von dem Typen fand ich das eher nicht grandios. Also, dass doch, der, also, dass er dann wenigstens mal die 180-Grad-Wende gemacht hat, dass er das hier ist, keine ja, gemacht. Ja, gut, aber ist das nicht peinlich? Ja, natürlich ist es auf seine Art peinlich, aber ich meine. Extrem peinlich. Ich, ja, das ist so. Am Ende das, haben das ihn dann so, ja die Guten auch nicht gemocht. Ne? Ja, eben, dann bist du bei allen unbeliebt. Ja. Ne? Das ist wie mit der SEC. Halt, also der ist wirklich. Das stimmt. Der Typ hätte echt FDP-Parteivorsitzender ja. sein können. Weißt du, hier das Fähnchen im Wind und dann doch das andere tun. Keine Ahnung. Es ist, ich fand das schon zum Fremdschämen, wie sich das dann entwickelt hat. Na, also. Ja gut, aber stell dir mal vor, Kongstar würde jetzt hingehen, war alles nicht so gemeint. Eigentlich sind wir sowieso gegen die Regierung, die ist ja furchtbar und wir sind für Neuwahlen. So hat er das ja gesagt. Stell dir mal vor, Kongstar würde das jetzt machen. Ja, wäre natürlich peinlich, aber das wäre absolut aber peinlich. Wäre doch irgendwo grandios. Ja, grandios wäre das, aber das würde ja kein allzu Das ist eigentlich so ähnlich, das ist ja jetzt schon oft passiert, ne? Bei Bud Light, ne? War das doch auch so, dass die anschließend, nachdem sie dann ihren Unsinn mit der Transe durchgezogen haben, ne, wo die Konservativen reagiert haben, haben sie doch dann so patriotische Werbespots gedreht. Ne? So richtig viel Schmalz. Ja. Richtig gut, ne, aber hat nicht funktioniert. Hat auch nicht funktioniert. Nee, das muss man auch sagen. Und das ja, diese Fähnchen gut, im Wind, dieses Fähnchen im Wind wird natürlich nicht gerne gemocht. Ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, es ist natürlich grandios, dass diese Reaktion, dass diese Umkehr der Meinung, also diese 180-Grad-Wendung, dass die zustande kommt. Ja, aber grandios ist es doch nur deshalb, weil hier tatsächlich Kräfteverhältnisse offenbar werden. Ja, ja also diese, ich sag mal so, vor ein paar Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Ja. Hier hat sich was geändert. Dass solche und seien wir mal ehrlich, Kongstar, die werden wahrscheinlich jetzt nicht zurückrudern, aber die werden das wirtschaftlich merken. Das war ja man kann es nur hoffen, ja? Dass eben jene Leute, die davon Wind bekommen, dass die Leute, die davon Wind bekommen, dann auch die Konsequenzen ziehen und sagen, okay, dann suche ich mir einen anderen Mobilfunkanbieter. Ja, und in der Hoffnung, dass auch viele von Ihnen hier einen Kongstar-Vertrag haben, den Sie kündigen können. Ja, man muss, also ne, solche Meldungen bleiben halt unterm Radar. Ne? Sowas macht hier und da die Runde, hier und da taucht das auf. Das ist ja keine Meldung, die in der Tagesschau verbreitet wird. Ne? Insofern, wir tun unseren Beitrag leisten, um in geschliffenstem Deutsch. Wir tun, habe ich das jetzt gerade echt gesagt? Das war mehr musikalisch. Du bist halt Musiker. Wir tun unseren Beitrag leist. Das war ein Versehen. Ich wollte eigentlich sagen, wir tun, was wir können. Und daraus wurde dann, wir tun unseren Beitrag leisten. Mein Gott, kann auch mal passieren. Mein ja, Gott, natürlich. Das ist ja alles nicht geskriptet, ja meine Damen und Herren. Ja, eben. Und ich bin funktional besoffen. Also, ohne etwas getrunken zu haben. Ja, wir sind funktional ja. Funktional besoffen, das ist auch gut. Das sind wir eigentlich immer, ne? Ja. Und immer so schön heiter. Naja, wie dem auch sei. Ja, die Welt dreht sich weiter. Ey, weißt du, ich gucke gerade auf die Uhr, eine Stunde. Aber wir haben über das eigentliche Thema noch gar nicht gesprochen. Ja, eigentlich noch gar kein Thema ist, weil das kommt ja heute Abend erst. Ja. Wir sind ja alle so gespannt. Aber ja, es ist ja episch. Ne? Also Tucker Carlson, das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin. Ne? Das ist ja... Ich sage ja, ich habe es ja hier bei uns bei Twitter, habe ich das ja schon quasi als die zweite Mondlandung angekündigt. Ja. Also das ist ja schon etwas, daran muss man sich auch wieder gewöhnen. Ja. Ne? Also dass Journalisten ihrer Arbeit nachgehen und sich einfach mit Menschen unterhalten. So, und jetzt gibt es natürlich den einen oder anderen, der da natürlich hier darin interpretiert, ja, das ist ja jetzt hier der totale Putin-Troll, dieser Tucker Carlson. Er ist schlicht und ergreifend ein Journalist, der jemanden zu Wort kommen lässt, der hier im Westen, ja?
Übrigens lässt die Reaktion des Kremls, ne? Der Kreml hat ja jetzt gestern, also Tucker Carlson hat ja gesagt, bald erscheint das Interview, hier setzt euch bei mir auf den Newsletter, dann verpasst ihr auch nicht, wenn es losgeht, in der Stunde kommt's und so weiter. Da hatte man ja gedacht, okay, der interviewt den erst noch. Ne? Und dann hat ja interessanterweise der Kreml, hat ja verlauten lassen, ist schon passiert. Ja. Ne? Also das lässt meiner Meinung nach darauf schließen, die haben den so ein bisschen, die haben den auch korrigiert. Weil Tucker Carlson hat ja auch dann gesagt in seinem Ankündigungsvideo, übrigens, ich habe das jetzt mal gemacht, weil die anderen westlichen Journalisten, die wollen ja gar nicht Putin interviewen. Mhm. Und dann hat der Kreml gesagt, das stimmt gar nicht, wir haben viele Anfragen, wir geben nur nicht viele Interviews. Bei dir haben wir aber jetzt mal eine Ausnahme gemacht. So, der hat den im Prinzip korrigiert. Und das lässt meiner Meinung nach so ein bisschen erahnen, dass das vielleicht doch ein sehr kontroverses und kritisches Interview wird. Also man darf sehr gespannt sein. Das bin ich. Also auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt. Also das Internet, also wenn Sie noch was Dringendes im Internet nachsehen möchten, tun Sie das heute vor 12 Uhr, vor 0 Uhr unserer Uhrzeit heute Nacht, weil da könnte es sein, dass das Internet zusammenbricht. Oder Twitter. Also wenn Sie noch keinen Twitter-Account haben. Wenn Sie noch twittern wollen. Wenn Sie noch keinen X heißt das ja jetzt. Also wenn Sie noch keinen X-Account haben, dann legen Sie sich zwingend einen X-Account zu. Da können Sie uns nämlich auch folgen. Wir haben ja auch einen X-Account. Ne? Übrigens, was habe ich gestern gesagt? Weißt du noch? Ich habe es gestern gesagt. Ich sage dir so, ey, dieses Interview, ne, das wird wahrscheinlich alle Dimensionen sprengen an Aufrufzahlen. Und das Witzige wird dabei auch noch sein, dass die App wahrscheinlich entsprechend häufig heruntergeladen wird. Ah, und ist jetzt schon auf Platz 1, ne? Ist auf Platz 1. Ja, ja. Kaum hatte ich es gesagt. Elon Musk hat es auch schon angekündigt. Ja, ne? Da höchstpersönlich. Also das wird so episch werden. Ne? Ja, und das Schöne war, sie konnten nichts machen. Man hat wirklich gesehen, wie die Nachricht kam, dass Tucker Carlson da jetzt in Moskau ist. Und also ganz zaghaft wurde mal berichtet. Dann konntest du sehen, so richtig ratter in den Redaktionsschuhen. Was machen wir denn jetzt? Können wir jetzt nichts machen, aber der geht ja trotzdem durch die Decke. Und wenn wir was machen, dann helfen wir auch noch dabei, dass er durch die Decke geht. Am Ende haben sie sich dafür entschieden, weitestgehend doch was zu machen, ne? Zu framen, zu sagen hier, der Verschwörungsrechtsradikale, das Beste war, wo war das auf NTV, glaube ich, der zunehmend rechtsextreme Moderator Tucker Carlson. Der zunehmend rechtsextreme, hatte ich auch noch nicht gehört, das ist was Neues, ne? Also ihnen fällt auch immer noch was Neues ein. Jedenfalls Framing, der ist böse, hier gibt's nichts zu sehen, ne? Guckt erst gar nicht rein. Ne? Ja. Aber sie sorgen ja nur dafür, dass jetzt erst recht die ganze Welt wird dieses Interview schauen. Ja, am besten fand ich Trump-Freund. Der zunehmend rechtsextreme Trump-Freund. Ja, und man sieht ja schon, okay, wie gesagt, das Framing ist ja in vollem Gange und die wissen oder die ahnen ja, das, was da zu Wort, das, was Putin da wohl zu sagen haben wird, das wird wohl nicht allen gefallen, ja, oder das wird vielleicht auch das ein oder andere westliche Narrativ ins Wanken bringen. Dazu muss man sagen, Putin ist garantiert niemand, der die Ehrlichkeit mit Löffeln gefressen hat. Er ist Politiker wie jeder andere auch und er ist ein Gangster wie jeder andere auch. Und das ist, ich hatte gerade mit Kollege Koll darüber gesprochen. Also das Einzige, was man Putin zugute heißen kann, der versucht gar nicht erst so zu tun, als sei er nicht der Herrscher. Ja, also der sagt, ich habe hier die Hosen an, ne? ich bin hier der Fürst, ich bin hier der König, ja. Und der tut wenigstens nicht so, als sei das hier irgendwie Demokratie und wir alle entscheiden ja mit und das ist ja alles das Volk und bla, das ist ja hier nur Geschwurbel. Ja? Die Leute haben die Hosen an und die regieren uns und die bestimmen hier gegen unseren Willen und versuchen das alles dann, ne, trotzdem als unseren Willen zu verkaufen. Ja? Wir alle wollen ja das Klima retten. Ne? So, und der ist da diesbezüglich ein bisschen ehrlicher und das ist so erfrischend, würde ich sagen. Ja, so, aber vor allen Dingen in Russland selber wird es ja wirklich auch immer unfreier, muss man sagen. Jetzt gerade durch den Krieg, ne, also was er aus Russland im Moment macht, ist wirklich unter aller Sau. Also als Russe musst du eigentlich Anti-Putin sein, ist ganz klar. Ne? Was aber in der Welt passiert sozusagen, hier diese total einseitige Berichterstattung über den Ukraine-Krieg, ne, das ist eben, da möchte man doch gern mal eine zweite Meinung jetzt zu hören. Ne?
Ja, weil ja. Es gibt immer zwei Beteiligte. Ja, und ja. Ich sag mal, schlimmer als ein Bild-Zeitungsinterview mit Zelensky kann dieses Tucker-Interview mit Putin garantiert nicht werden, ja, was journalistische Standards betrifft. Ja. Und wie gesagt, wenn man das so jetzt hört, da, wie der Kreml darauf reagiert hat und das veröffentlicht hat, im Prinzip sogar ein bisschen den Tucker Carlson bloßgestellt hat, man kann wirklich sich darauf freuen. Ich könnte mir vorstellen, es wird ein sehr kontroverses und sehr, sehr interessantes Interview. Ja, ich glaube, das ist jetzt mal so mein also Tipp. Ich tippe das auch. Ich glaube auch nicht, dass Tucker Carlson ihn da jetzt großartig hofieren wird, den Putin. Ne? Aber das Schärfste ist ja, ne, die Demokraten in Amerika, die reden ja genauso am Rad wie unsere Freunde hier. Ne? Also kaum hatte er das verlautbart, dass er ihn interviewt hat oder interviewen wird noch. Ne? Hieß es ja schon Einreiseverbot. Ne? In der EU auch gleich, wie hieß der Verhofstadt, ehemaliger belgischer Ministerpräsident. Ja, ja, die EU sollte über ein Einreiseverbot nachdenken, weil der Kerl hat Journalist gemacht, hat seine Aufgabe erfüllt. Darf jetzt nicht mehr nach. Ja, also sie drehen völlig am Rad. Ne? Aber es ist natürlich, das sind natürlich Dimensionen, ja klar, oder Bürgerrechte entziehen, ne? Dass man schon drüber nachdenkt, wer oppositionell ist, dem werden die Bürgerrechte entzogen. Sie sind kurz davor zu sagen, wer gegen uns ist, gehört ins Lager. Muss man sagen. Dieser Schritt ist nur noch sehr, sehr klein. Die Frage ist, haben Sie die Macht dazu noch? Ne? Sie sind bereit, so weit zu gehen. Sie können jetzt auch nicht mehr zurück, um es nochmal zu sagen. Die Frage ist, haben Sie die Macht dazu? Ja, und da bin ich ja eben der felsenfesten Überzeugung, dass diese Macht überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Mit Blick auf die Demonstrationen, wo die eben, wie gesagt, alles gegeben haben, hier die Massen auf die Straße zu bringen. Sie haben es nicht geschafft. Sie haben ihre eigenen Hansel auf die Straße gebracht. Sie haben ihre eigenen Apartschicks motiviert bekommen, die dann wiederum ihre... Haben dann so getan, als ob das ganze Volk auf der Straße ist? Es ist ein Riesenpopanz. Es ist, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, also dermaßen hochgepusht, das weiß ich nicht. Also wie gesagt, da werden die Zahlen halt künstlich nach oben gejazzt bis zum Erbrechen. Und was sehen wir? Man hat selbst selbst das eigene Personal, ja, das da auf die Straße geht, das wird ja nicht ausreichen. Man hat ja sonst niemanden. Man hat nur noch die eigenen Leute und selbst die wahrscheinlich nicht mal vollzählig. Ja, so und ich weiß nicht. Am Ende wird dann wahrscheinlich, die Skepsis der Menschen, also der wirklichen Massen hier, die wird dann wahrscheinlich überwiegen, solche Moves dann noch mitzumachen. Und ich glaube, du hast hier, glaube ich, nicht mehr, also dieser Staat hat meiner Meinung nach nicht mehr die nötigen Machtmittel, um letzten Endes wirklich gegen die kritische Masse, nicht gegen die Mehrheit, sondern gegen die kritische Masse zu regieren. Da gibt es ja in der Soziologie entsprechende Untersuchungen, wenn eine kritische Masse erreicht worden ist in einer Bevölkerung, dann wird die Regierung mit ihren Mitteln nicht mehr dagegen angehen können. Es funktioniert dann einfach nicht mehr. Nehmen wir jetzt mal China oder nehmen wir diese ganzen anderen kommunistischen Staaten, die hatten eine andere Grundvoraussetzung. Da gab es sowas wie kritische Masse gar nicht. Ja, es gab zwar Leute, die opponierten, aber die waren vereinzelt, die waren in einer relativen Minderheit. Die haben zwar nicht zugestimmt, aber haben keine Gegenmeinung in dem Sinne manifestieren können. Ja, und der Machtapparat selbst hat eine ganz andere Tradition. Das ist halt die Frage, können sie so weit durchregieren? Ist die Polizei in Deutschland und das Militär in Deutschland wirklich bereit zu sagen, ja, die Macht kommt aus den Gewehrläufen und wir setzen die jetzt ein gegen die Oppositionellen in Deutschland? Ne? Ein chinesisches Militär macht das im Zweifel. Ne? Ja. Wenn der Befehl von oben kommt, dann führen die das durch. Nordkoreanisches sowieso. Klar, die haben immer mal die Apparate gesäubert von oben, ob sie da wirklich so weit durchregieren können, dass die jetzt auf Oppositionelle im Zweifel schießen in Deutschland. Mhm. Das ist die Frage, ne? Das ist die Macht nach innen. Mhm. Und dann haben wir ja auch schon mal gesagt, ist die Frage, ist Deutschland überhaupt so souverän? Was sagt das Ausland dazu? Was sagt das westliche Ausland, wenn die jetzt hier völlig Totalitarismus und Diktatur einführen? Ne? Wird das so hingenommen vom westlichen Ausland? Ja, klar, man hat so einen Verhofstaat und man hat die EU selbst, die diese Tendenzen hat. Aber es gibt auch noch andere Länder in Europa. Es gibt sowieso diese fragile Situation mit Ungarn, die eine andere Meinung haben als die französische Regierung und so weiter und so fort. Man hat den amerikanischen Bruder vor allen Dingen. Ne?
Du hast, großen. Du hast aber auch, wie gesagt, in anderen Ländern hast du ebenfalls, da geht es ja jetzt gerade auch rund, das kriegen wir ja mit, Bauernproteste, die werden auch medial irgendwie so ein bisschen klein geredet, um nicht zu sagen, die finden da gar nicht statt. Dabei brennt hier echt in Europa, hier in Brüssel, in Frankreich, da brennen die Straßen. Ja, da wird mal richtig demonstriert. Ich sag mal, da dagegen, da könnten sich unsere Bauern sogar noch eine Scheibe von abschneiden, wie robust die da gegen ihre Regierung vorgehen, ja. So, das heißt, muss man ja auch sagen, diese Tendenzen, was hier passiert, ne, dieses immer weitergehen, keine rote Linien mehr, die immer weiter ins Totalitäre gehen, was unsere Regierung macht, ne, Stasi-Faeser und so weiter. Machen die das alleine oder ist das nicht auch eine weltweite Bewegung von gewissen Kräften? Ne, das machen die ja nicht alleine. Du kennst ja meine Verschwörungstheorie, ne? Ja. Ich weiß. Also geh mal davon aus, dass es mindestens auch eine andere Seite gibt, die das durchaus ernst meint und durchziehen möchte. Was das? Ja. Ich glaube, dass man die Leute, unsere Regierung und alle anderen Regierungen, das einfach machen lässt, um in einer nicht mehr allzu fernen Zukunft eine wundervolle Erzählung zu haben, warum diese Leute jetzt unbedingt in den Knast müssen und warum gewisse Dinge schlicht und ergreifend nicht mehr gemacht werden dürfen. Dann weiß ich nicht, wird halt hier mit dem einen oder anderen Narrativ aufgeräumt werden. Und ich bin, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass die AfD da eine entsprechende Rolle spielen wird. Die wird hier in absehbarer Zeit übernehmen. Da bin ich immer noch felsenfest von überzeugt. Und die Umfragewerte werden vermutlich auch demnächst wieder hochgehen. Was die Werteunion angeht, bin ich auch mal gespannt. Wir werden es erleben. Ne? Nächsten Mittwoch war doch was. Ne? Ach, das ist auch noch interessant. Ne? Ist auch noch so ein Ding. Politischer Aschermittwoch in Erfurt. Ja. Ja. Hans-Georg Maaßen spricht mit Überraschungsgästen. Also da darf man auch mal gespannt sein. Ich hoffe ja auf Dieter Bohlen oder Robert Geissen. Solche Hochkaräter. Ja. Das wär, Harald Schmidt. Harald Schmidt, das wäre es. Ja, wobei ich, ja, Harald Schmidt wäre möglich, ich glaube, die anderen beiden eher nicht. Aber ja, es wird, glaube ich, keiner von denen da sein. Ne? Aber vielleicht kommt ja trotzdem, was weiß ich, Kemmerich oder so. Ne? Ja, das wäre lustig. Ja, aber wie gesagt, also hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Wenn es die Werteunion tatsächlich kurz nach ihrer Gründung schaffen sollte, den ein oder anderen Parlamentarier, sei es jetzt aus dem Bundestag oder aus diversen Landtagen, auf die eigene Seite zu ziehen, dann sind das ja auch schon mal ganz, ganz andere Grundvoraussetzungen, als die AfD seinerzeit hatte. Die ist ja quasi aus dem Nichts entstanden. Da waren ja keine Berufspolitiker vorhanden so. Und dann hast du auf der einen Seite diesen Hans-Georg Maaßen, der natürlich eine, ja, Der hat ja auch ein gewisses Standing so in der alternativen Szene. Ich meine, von den einen wird er dann eher kritisch beäugt. Die anderen finden das total toll, was er so von sich gibt. Und gibt ja auch sehr, sehr vernünftige Sachen von sich. Viele Leute finden es schön, dass er mit Markus Krall zusammen etwas macht. Und wenn, wie gesagt, diese Partei dann tatsächlich an den Start gehen sollte, dann hast du da ja jede Menge Leute, die von Politik Ahnung haben, die ja schon im politischen Betrieb drin gewesen sind. Also die Werteunionisten sind ja alles ich denke mal überwiegend CDUler gewesen sind. Das sind alte CDUler, richtig? Das sind überwiegend alte CDUler, die jetzt vom Inlandsgeheimdienst der Bundesrepublik Deutschland überwacht und bekämpft werden. Ja. Das ist doch unglaublich. Ja. Auch für diese Leute, ne? Das hätten die sich doch nie erträumen lassen. Ja, was meinst du, was es bei denen bewirkt? Ja. Ne? Also ich glaube, diese interessanten Zeiten mit diesen interessanten Wendungen, mit diesen interessanten Neuigkeiten, die quasi täglich hier und da aufploppen. Als ich sag mal, normalsterblicher Mensch stelle ich es mir, oder beziehungsweise ich stelle es mir für jemanden, für einen normalsterblichen Menschen schwierig vor, hier noch in irgendeiner Art und Weise sowas wie Normalität zu erkennen. Also es vergeht ja keinen Tag mehr, an dem nicht irgendwo Anlass geboten wird zu sagen, seid ihr eigentlich alle völlig durchgedreht oder so. Ja. Also ich meine, Episch. Episch. Ja, ich bin, wie haben wir?
Ja, ist unsere Zeit, ne? Es ist unsere neue Zeit. 1 Stunde 15 Minuten. Fast schon abendfüllend. Das sind kleine Kettensägen. Die gibt es überall im Internet zu kaufen. Ja. Hat uns der liebe Carlos, hatte ich glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt. Wunderbar. Hat uns so der liebe Carlos mitgegeben, geschenkt. Von Stiel. Ja. Ob Javier Milei auch, auch eine Stielmaschine benutzt, wissen wir jetzt nicht. Das weiß ich nicht, aber ich werde ihm eine meiner Tassen schicken. Sehr schön. So, so einen freundlichen Gruß aus Deutschland. Ne? Über dort. Ja, ich freue mich darauf. Ja, 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 komm. Das wird ja echt immer länger. Ne? Also, boah, ja, ich bin jedenfalls gespannt, was da heute bei rumkommt. Ja. Ich weiß nicht, also entweder ich gucke mir das heute Nacht noch, ich weiß nicht, dann bin ich morgen wieder so müde. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange das wird, weiß ja keiner. Ne? Ja, ich schätze mal eine Stunde oder so. Stunde? Mal schauen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht auch zwei, keine Ahnung, werden wir sehen. Ja, wir werden sehen und morgen sind wir dann klüger. Ne? Genau, und nächste Woche werden wir es dann nochmal nachbetrachten. Ja. Zusammen mit Ihnen. Das große Putin-Interview mit Tucker Carlson. Ja, wobei, wissen wir ja nicht. Dann wissen wir aber, ob er wieder einreisen durfte nach Amerika. Ja, aber wer weiß, was nächste Woche schon wieder sein wird. Weißt du was, ich kann mir nämlich vorstellen, dass diese Mondlandung, dieses Mondlandungsereignis mit Tucker Carlson und Putin, dass das nächste Woche auch schon wieder Schnee von gestern ist. Ja? Ja, das ist ja, ne, überleg mal. Der Februar hat gerade mal angefangen. Hast du schon die Stunden des Jahres gezählt? Nein, habe ich nicht, aber so viele sind es noch nicht. Aber wie gesagt, ja, Anfang des Jahres. Wir haben ja bald wieder Weihnachten. Ne? Ja, bald ist wieder Weihnachten. Ne? In diesem Sinne. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Kanal, drücken Sie die Glocke und teilen Sie dieses Video, wenn es Ihnen gefallen hat. In diesem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten Woche und tschüss. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.